Thanks very much. It's really great being here. Vielen Dank. Es ist toll, heute hier zu sein. CCC and I go back almost as far. The same. Ich arbeite schon eine ganze Weile mit dem CCC zusammen. 1982 and the first. 1982. 1983. So. 1983 stehe ich schon in Kontakt mit dem CCC und es ist richtig toll für mich, dass wir uns heute hier wiedersehen können. Eine der Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind, ist, wie viele Leute kennen überhaupt die NSA? Als ich angefangen habe, über die NSA zu schreiben, 1982, da kannte noch niemand die NSA, niemand hatte jemals von ihr gehört. Ein US-Senator, mit dem bin ich mal im Auto gefahren und er fragte mich, von was handelt dein Buch? Und ich sagte, es handelt von der NSA. Und er fragte, was ist das? Wir sind dann zu einer Fernsehshow gefahren und der Moderator fragte mich, wie geheim ist denn die NSA? Und ich sagte, sogar dieser Senator hat noch nie davon gehört. Und ich bin dann alleine zum Hotel zurückgefahren, denn der Senator wollte nicht mehr mit meinem Auto fahren, denn ich hatte ihn offensichtlich da ein bisschen auflaufen lassen. Also da seht ihr, wie wenig man von der NSA damals wusste. Und im letzten Sommer habe ich eine Weile mit Edward Snowden verbracht in Moskau. 3 Tage lang war ich mit ihm zusammen. Das war eine ganz, ganz aufregende Zeit. Wir sind zusammen Pizza essen gegangen und waren 3 Tage in Moskau zusammen. Und eine der Sachen, die sich seitdem geändert hat, ist, damals war der alte Witz, dass NSA für die Abkürzung No Such Agencies steht. Und heute würde man eher sagen, NSA steht für Not Secret Anymore, also nicht mehr geheim. Denn die Hacker haben eben davon Wind bekommen. Ich habe über meinen eigenen Hintergrund nie gesprochen, denn und das genau dasselbe, ich habe auch nicht mit Edward drüber gesprochen, als ich mit ihm zusammen war, denn viele Leute interessieren sich natürlich brennend dafür, wie wir alle da reingekommen sind, wie wir angefangen haben, als wir jung waren. Ich rede da nicht so gerne drüber. Und letztes Jahr habe ich irgendwann mal gesagt, ich war ein Whistleblower, während ich für die NSA arbeitete, obwohl ich das niemals vorher erwähnt hatte. Und da fragte mich dann eine Journalistin, ob ich etwas schreiben könnte für ihre Publikation. Und da habe ich dann so ein bisschen angefangen zu denken, vielleicht sollte ich mal ein bisschen über mich erzählen, bevor ich zu meinem eigentlichen Talk komme. Ich war in der Navy zu der Zeit des Vietnamkrieges und wurde auch sofort eingezogen. Und das war damals alles, was ich wollte. Und ich habe dann 3 Jahre in der Navy verbracht. Und genau wie Snowden wurde ich auch zu einem geheimen NSA-Lager, einer geheimen NSA-Einrichtung geschickt, 3 Jahre lang. Ich hatte auch noch ein bisschen Freizeit, ich konnte, habe da viel geangelt, aber ich habe trotzdem noch für die NSA gearbeitet da. Und danach habe ich dann Jura studiert. Das ist ein Bild von mir. Und ich dachte drüber nach, was ich gerne tun würde. Und eine der Sachen war, ich war immer noch Navy-Reservist und einmal im Jahr musste ich immer noch 2 Wochen lang zur Navy und musste da meiner Pflicht nachgehen. Und die Navy schickte mich dann zu einer Abhörstation in Puerto Rico. Und das war eine relativ große Abhörstation, die hauptsächlich auf Kuba gerichtet war und Mittel- und Südamerika und die Karibik. Und dieses große runde Ding, was man da sieht, das war unser Spitzname dafür, war der Elefantenkäfig. Und die Antennen waren ungefähr 400 Meter lang. Und die Leute, die da gearbeitet haben, da in diesen kartonförmigen Gebäuden in der Mitte, das ist da, wo das eigentliche Abhören stattgefunden hat. Und ich kann euch auch zeigen, wie das innen drin aussieht mit den ganzen Leuten, die da abhören. Da sind sie, so sah das da drin aus. Und es sind also einige Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die dort auch ausgebildet wurden. Und ihr kennt da unten George. Gut, wie auch immer. Ich habe also da in dieser Abhörstation gearbeitet. Immer diese 2 Wochen, die ich da ableisten musste im Jahr. Und
Jemand, mit dem ich einen Abend zuvor noch trinken war, der hat mich dann da gesehen und man fragte mich darüber und ich sagte, ich spreche kein Spanisch, es gibt keinen Sinn für mich, hier groß was abzuhören, denn ich spreche kein Spanisch, aber als ich dann einfach mich in die Leitung eingeschaltet habe, ist mir aufgefallen, dass sie Englisch sprechen, das heißt, wir haben da anscheinend Amerikaner abgehört. This is sort of what it was like inside. They were, so ungefähr sah das innen drin aus. Sie haben also verschiedenste Anrufe abgehört. Mich hat das sehr überrascht, dass die Amerikaner auf der anderen Seite der Leitung waren. Und irgendwann bin ich dann zurück zu meinem Jurastudium gegangen. Und irgendwie kam ich dann zu der Entscheidung, zum Whistleblower zu werden. Ich habe dann das sogenannte Church Committee kontaktiert und habe denen erzählt, dass da unten in Puerto Rico Abhöranlagen stehen und abgehört wird. Und sie hatten davon schon gehört, aber dachten eigentlich, dass anderthalb Jahre zuvor die NSA damit aufgehört hätte. Und ich sagte ihnen, ich war letzten Monat erst da und sie tun es immer noch. Und zu dieser Zeit gab es da ein Programm, das nannte sich Minaret. Und da ging es darum, die schlimmsten Kriminellen wie Jane Fonda. Another one was Dr. Benjamin Spock. You can see Dr. Benjamin Spock. Er muss wahrscheinlich da Waffen hinter diesem Baby verstecken. Muhammad Ali, diese Leute haben sie abgehört. Und natürlich Dr. Martin Luther King. Also das war Project Minaret. Da wurde also tatsächlich amerikanische Kommunikation abgehört von diesen Personen hier. Und nachdem ich das dem Church Committee erzählt hatte, und da gab es einige Anhörungen damals, sagten die, komm doch nach Washington, sobald du kannst. Also bin ich am nächsten Morgen nach Washington geflogen und dort hatten sie, habe ich dann Senator Frank Church getroffen. In executive session, a very... It was off the record, kind of a quiet. Und es war also inoffiziell, Briefing in his inoffizielles office. Briefing in seinem Büro, was wir da gemacht haben. Und ich habe ihm erzählt, dass die NSA immer noch das tut, was sie angeblich seit anderthalb Jahren nicht mehr tun. Und das hat ihn total aus der Fassung gebracht. Er war ziemlich wütend darüber. Er hat sich dann dazu entschlossen, seine Leute zu einem Überraschungsbesuch nach Puerto Rico zu schicken, um zu sehen, was da unten los ist. Und nochmal, die Leute, die da unten gearbeitet haben, die hatten keine Ahnung, dass sie auf einmal Besuch kriegen würden. Und was dann passiert ist, sie haben also einen Überraschungsbesuch veranstaltet. Sie sind runtergeflogen. Und als sie da angekommen sind, haben sie sie sozusagen in flagranti erwischt. Der Chef der Anlage ist buchstäblich weggerannt und die Leute haben sich versteckt, wo auch immer sie es gerade konnten. Als die Leute dann zurück nach Washington sind und Senator Frank erzählt haben, was da unten los war, da hat er erst rausgefunden, oder die Leute haben erst bemerkt, dass die NSA lügt. Und wer hätte das gedacht? Das war ein Riesenschock, dass die NSA ihnen anderthalb Jahre lang erzählt hatte, dass sie aufgehört hatten mit dieser Überwachung, aber in der Tat hatten sie es wirklich noch getan. Und für mich war das auch ein Schock. Und ich war überrascht, dass die NSA sowas tun würde. Zu diesem Zeitpunkt habe ich Jura studiert und als ich dann damit fertig war, habe ich mich dann dagegen entschieden, das auch zu meinem Beruf zu machen und bin stattdessen Schriftsteller geworden, denn all das, was ich gesehen hatte in der NSA, das hat mich dann zu meinem ersten Buch über die NSA inspiriert. Und ich habe dafür 3 Jahre gebraucht. Damals hatte noch niemand zuvor ein Buch über die NSA geschrieben. Und es war so, als ob ich einen komplett neuen Kontinent entdecken würde. Eine der Sachen, die ich entdeckt habe, als ich die Forschung zu meinem Buch gemacht habe, war dieses Dokument, was wir hier sehen. Das ist ein Dokument, das ich vom Justizministerium aufgrund des Freedom of Information Act bekommen habe. Und niemand wusste, dass dieses Dokument überhaupt existiert. Es gab nur 2 Exemplare davon. Und was das hier ist, ist eine
Liste der Vergehen, die die NSA begangen hat. Und das war überhaupt das allererste Mal, dass eine Bundesorganisation überhaupt erst mal untersucht wurde. Es war streng geheim. Niemand wusste, dass diese Untersuchung damals stattfand. Und als die Untersuchung dann zu Ende war, hatte jeder so das Gefühl, dass alles viel zu geheim ist, um überhaupt irgendjemanden da anklagen zu können. Aber sie haben den hochrangigen NSA-Beamten damals ihre Rechte vorgelesen und sie wissen lassen, dass es sich im Prinzip um eine Verbrecherorganisation handelt, so ähnlich wie die Mafia. Und sie haben 20 verschiedene Sachen gefunden, über die sie verurteilen konnten. Aber wegen der Geheimniskrämerei konnten sie es nicht zum Gericht bringen. Aber was passiert ist, ist, dass das Justice Department die Sachen mir gegeben hatten, also die Dokumente. Und als die NSA das rausgefunden hat, haben sie das reklassifiziert zu Top Secret und wollten, dass er es zurückgibt, dass ich es zurückgebe. Und sie haben darauf insistiert und haben mit dem Espionage Act argumentiert und gesagt, dass wenn er sich nicht daran hält, dass er dann halt als Spion behandelt wird. Und er hat sich entschieden, es nicht zurückzugeben. Und als ich einen Text für The Intercept geschrieben habe für Glenn Greenwald und als sie es online gestellt haben, im Intercept könnt ihr seinen Top Secret Report lesen. So, that's what happened. They threatened me with prosecution. Das ist, was passiert ist. Sie haben ihn bedroht mit Prosecution. Gedroht, ihn anzuklagen. Being arrested and so forth. Und ihn festzunehmen. What they wanted to do actually was. Was sie eigentlich wollten, war, dass dieses Buch nicht veröffentlicht wird. Und sie haben also zweimal gedroht, mich strafrechtlich zu verfolgen und verlangten von mir diese Dokumente zurück. Das war bevor das Buch erschienen ist und sie sagten, das Buch enthält alle möglichen Top-Secret-Dokumente, aber das Buch ist trotzdem erschienen und es hat einige Leute sehr unglücklich gemacht bei der NSA und hier habe ich ein paar Bilder von diesen sehr unglücklichen Leuten. Sie haben ein bisschen überreagiert, nur weil ich dieses Buch geschrieben habe, aber gut, kommen wir eigentlich zurück zu unserem Thema. NSA und ihre Beziehungen mit Telekommunikationsunternehmen und anderen Firmen. Das ist die NSA ist der größte Geheimdienst der Welt. 37.000 Fahrzeuge sind auf sie zugelassen. 70.000 Briefe pro Tag gehen hin und her. Und das meiste sieht man hier überhaupt nicht. Das ist alles versteckt. Aber es ist ein riesiger Bürokomplex hier und das Hauptquartier, in dieses Hauptquartier könnte man das US-Kapitol viermal reinstecken. Also es ist eine riesige Organisation, aber das war nicht immer so. So fing das an. Das ist 141 Ost 37 Straße in New York. Das ist, man nannte das die Schwarze Kammer. In 1939, da fing das mit der NSA an. Es war ein vierstöckiges Gebäude in Manhattan. Der erste Stock war für verdeckte Ermittlungen. Im zweiten Stock hat dieser Mensch gearbeitet. Sein Name war Herbert Yardley. Und er war sozusagen der erste Chef von dieser Black Chamber. Und zuvor gab es natürlich schon den Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg nutzte die USA diverse Zensurgesetze, damit sie auf die Kommunikation von jedermann zugreifen konnten. Aber nach dem Krieg wurde diese Zensur beendet und
privacy and sense in and communications were not allowed to be intercepted. Gab es eine kurze Zeit der Privatsphäre und die Kommunikationen dürften nicht abgehört werden, nicht mal von der Regierung. Aber ab und zu kam natürlich die Regierung trotzdem und hat verschiedene Leute abgehört. Und wenn Herbert Yardley, als er die Black Chamber gegründet hatte, sah er, dass er keinen Zugriff auf all diese Informationen hatte, die während des Ersten Weltkriegs angelaufen waren. Und da entschloss er sich dazu, mit den Telekommunikationsunternehmen eine Beziehung einzugehen. Und das war so das erste Mal, dass die NSA bzw. die Vorläuferorganisation der NSA Geheimverträge mit Telekommunikationsunternehmen geschlossen hat. Und was Herbert Yardley gemacht hat, ist also, er ist nach New York City gegangen und hat sich dazu entschlossen, einfach mal an ein paar Türen zu klopfen und bei diesen Telekommunikationsfirmen anzuklopfen. Und hier unten sieht man ein Telegramm, das entspricht, heute würde man eine E-Mail schicken. Das war zur damaligen Zeit, wurde man Telegramm genutzt. Und was er wollte, war also, er wollte Zugriff haben auf alle Telegramme, die verschickt wurden. Und heute würde das quasi sämtlichen Telefongesprächen und E-Mails entsprechen. Er ist also zu den Chefs der Telekommunikationsunternehmen gegangen, hat bei denen angeklopft, zum Beispiel bei Western Union, und sagte danach, es war leichter, als ich mir das vorgestellt hätte. Nachdem wir alle Karten auf den Tisch gelegt hatten, schien Präsident Carlton geradezu übereifrig zu sein, alles für uns zu tun, was er konnte. Und so, obwohl das sogar gegen das Gesetz verstieß, haben die ohne weiteres mit ihnen kooperiert. Und ist dann noch zu, es gab insgesamt drei große Firmen, die das damals gemacht haben. Die Postal Telegraph Company waren etwas nervöser und haben dann noch einen Anwalt ins Spiel gebracht und über diesen hat dann Yardley den Deal gemacht, weil sie Angst haben, dass sie dafür in irgendeiner Weise festgenommen werden konnten. Aber schlussendlich hat er alle diese Firmen dazu gebracht, mit ihm zu kooperieren. Und die Firmen schickten alle Telegramme dann erstmal zur NSA. Und so wie die NSA heute alle E-Mails mitliest, kooperierten auch damals schon die Firmen und schickten eben alle Telegramme an diese Black Chamber, an diese Adresse. Ich bin nicht ganz sicher, wie das mit solchen Telegrammen ist, wo ein Geburtstagsständchen dranhängt, aber im Grunde Ende der 20er Jahre hatte, Ende 1920 hatte die NSA eben Zugriff auf die gesamte amerikanische Telekommunikation. 1929 endete das alle, als Henry Stimson, der damalige Innenminister, er wusste damals nichts von dieser Black Chamber und wusste nichts von dieser ganzen Abhöraktion. Und als er davon Wind bekam, schloss er diese Black Chamber 1929 und damit war Herbert Yardley arbeitslos. Er hatte das 10 Jahre lang gemacht und jetzt auf einmal hatte er keinen Job mehr. Da entschloss er sich also, der erste Whistleblower der Welt zu werden. Also lange vor Edward Snowden war Herbert Yardley der erste Whistleblower und er hat ein Buch geschrieben mit dem Namen The American Black Chamber und die Regierung war sehr aufgebracht darüber. Es war damals unerhört, dass jemand ein Buch über einen Geheimdienst schreibt und sie haben dann versucht, dieses Buch zu verbieten, aber es gab damals keine Gesetze, die ihnen das ermöglicht hätten. Er hat dann ein weiteres Buch versucht zu schreiben über die diplomatischen Geheimnisse oder diplomatische Geheimverträge mit Japan und da hat er tatsächlich Nachrichten und Dinge, die er aus diesem Black Chamber hatte, in diesem Buch veröffentlicht. Er hat also ein Manuskript aus der Black Chamber mitgehen lassen und hat das jahrelang versteckt und es wurde, glaube ich, erst in den 80er Jahren wiedergefunden. Nachdem also diese Black Chamber geschlossen worden war, gab es eine Weile lang keine richtige NSA, denn Black Chamber war zu, aber die Briten waren da auch schon sehr lange damit beschäftigt und andere Leute abzuhören und die Kommunikation abzufangen auf der ganzen Welt. Sie haben das buchstäblich schon seit dem Anfang des Jahrhunderts gemacht oder vielleicht sogar schon ein bisschen vorher. Das hier ist eine Landkarte von 1901 und man sieht hier
wie die Briten damals schon in der Lage waren, eine relativ großflächige Kommunikation abzuhören. Das heißt, die Briten machen das jetzt schon weit über 100 Jahre, denn ihnen gehörten damals viele der Kabelverbindungen. Und wer die Kabel, wem die Kabel gehören, hat natürlich sehr einfach, die Kabel auch abzuhören. Und seitdem machen die das. Danach kam dann auch der Zweite Weltkrieg und auf einmal gab es neue Gesetze zur Zensur, neue Möglichkeiten zum Abhören. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war die NSA in derselben Position wie Yardley damals. Nach dem Krieg gab es wieder Gesetze zum Schutz der Privatsphäre, die Zensur endete und auf einmal hatten sie keinen Zugriff mehr auf die Telekommunikation und auf die Überseekabel. Brigadier General Preston Quarterman, who had to make the rounds up in New York. Und das wurde dann General Quarterman angetragen und getting some resistance from a number of companies. Und der hat Widerstand bekommen von ITT, also von Unternehmen. Die haben gehört auf ihr General Counsel und gesagt, es ist gegen das Gesetz und wir werden euch nicht die Telegramms geben. Und gegenüber, auf der anderen Straße von Western Union Headquarters, die waren nicht glücklich. Aber die haben übereingestimmt, dass sie haben kooperiert und haben die ganzen Telegramme mit der NSA gegeben. Quarterman ist zurückgegangen zu ITT und hat die bedroht. Ihr wollt nicht die einzige Firma sein, die nicht mit uns kooperiert. Und so brachte er Western Union dazu. Und ITT hat damit beeingestimmt und wollten eine geheime Immunität haben, falls sie erwischt werden vom Generalanwalt. Und die dritte große Firma, die das macht. Going in there and saying the other two companies have cooperated, that pretty much sealed it for RCA. They said okay. Die haben auch, weil die anderen großen Firmen das gemacht haben, haben gesagt, sie machen das auch. Aber sie wollten auch Immunität vom Attorney General. Sie waren sehr verängstigt, dass sie verklagt werden. Und das war, wie die NSA die Dokumente bekommen haben. Sie haben ein geheimes Office in New York erstellt. Jede Nacht, kurz nach Mitternacht, sind die zu der Hintertür von den Telekom-Companies gegangen und haben nach den Kommunikationen gefragt, also die ganzen Informationen bekommen. Alle, die durch die Firmen durchgegangen sind. The tapes back to the phony television tape processing company. They make duplicates of all those. Und dann haben sie Kopien davon gemacht, von den ganzen Telegrammen. Send them down to. Und haben sie das Original haben sie zurück zur Firma gebracht, bevor morgens. Und nur die Mitternachtsschicht wusste, dass das überhaupt passiert, dass sie kopiert wurden. Und dann haben sie die Duplikate zur NSA geschickt und da haben sie diesen riesen Computer, der größte, schnellste Computer von der damals. Das war der Harvest Computer, der hat die ganzen Namen und Sachen durch, also die Dokumente durchsucht nach Sachen, die sie gesucht haben. In Law School hat er gelernt, dass wenn der Staat die Informationen will, dann muss er erstmal zu einem Richter gehen und ein Warrant bekommen, aber die NSA hat das alles ohne Richter und ohne Warrant bekommen. So, you know, these companies are getting very nervous here. Und die Firmen wurden dann sehr nervös. Mit RCA angefangen. Die wurden alle sehr, sehr nervös, dass sie das tun, weil sie wussten, dass es alles total illegal war und sie wollten natürlich nicht ins Gefängnis gehen.
Und sie haben halt nicht den Brief bekommen, dass sie immun waren. Und sie wussten, dass die New York Times irgendwann das veröffentlichen würden, dass alles überwacht wird und dass sie dann verklagt werden. Und anstelle von dem Brief haben sie von Dwight Eisenhower, der damals Chef vom Militär war, einen Brief bekommen, der nicht viel bedeutet hat, aber ein 5-Sterne-General, das war, als Truman Präsident war. Der Brief hat nicht viel geholfen, die Chefs von den Telekom-Companies waren immer noch sehr nervös und hatten Angst, dass sie ins Gefängnis gehen. So haben sie mehr Druck aufs Pentagon gesetzt, dass sie irgendwas erfinden, irgendeine Garantie, dass sie nicht verklagt werden können. Was passiert ist, ist, dass sie gezwungen worden, dass sie den Secretary of Defense gezwungen haben. Und er hat gesagt, dass er für den Präsident spricht und dass er konnte garantieren, dass solange der Attorney General der gleiche bleibt, würden sie nicht ins Gefängnis kommen. Und das war besser als nichts. Aber sie wollten immer noch was auf Papier, was vom Staat, dass es vom Präsidenten ausging. Und dass es legal war. Das Problem, was damit war, dass die einzige Person, die wusste, was da passiert, war Forrestal, der Defense Minister. Und ein paar Wochen später, nachdem Forrestal zurückgetreten ist, musste er ins Gefängnis, ins Hospital, weil er psychische Probleme hatte. Und dann sprang er aus dem 16. Stock. Und die Leute, die sehr besorgt darüber waren, waren die Telekom-Companies. Und Louis Johnson gab ihnen letztendlich die Zusicherung, dass ihre Taten vom Präsidenten gut gelesen werden. Und es war zwar nicht von Truman unterschrieben, aber zumindest hat er seine Initialen drauf gesetzt. Und damit war klar, dass der Präsident sein Okay dazu gegeben hatte. Und das war sozusagen das letzte Mal, dass die Telekommunikationsfirmen eine Garantie auf die Hand bekommen haben. Aber zumindest war das Wissen, zumindest bis zu Truman herangereicht, dass eben da diese Abhörung stattfindet in den Telekommunikationsfirmen. Niemand hat darüber also irgendwas gewusst bis 1975, bis zu einem Church-Committee. Damals gab es eine Untersuchung und die haben herausgefunden, dass die NSA dies also gemacht hatte. Ich selber habe damals als Zeuge ausgesagt vor diesem Komitee. Und dieses Komitee hat einen ziemlich guten Job gemacht, diese ganzen Sachen aufzudecken und da ein bisschen Licht in das Dunkel zu bringen. Aber die NSA hat natürlich immer gesagt, bitte, bitte verratet nicht zu viel über all das. Und der damalige Direktor der NSA hat auch ebenfalls eine Aussage gemacht und niemand hat aber das darüber gesagt, was die Telekommunikationsfirmen gemacht haben. Und die einzige Person, die das gemacht hat, war Bella Abzug und das war also eine sehr resolute Frau im Kongress und sie ist sehr, sehr ärgerlich darüber gewesen, dass das Church-Komitee sich nicht keinen Blick in diese Telekommunikationsfirmen geworfen hat. Und sie trommelte alle Chefs der Telekomfirmen zusammen und fragte die, was habt ihr da gemacht, mit wem habt ihr zusammengearbeitet? Und damals war Gerald Ford Präsident und es gab zwei Leute, die
diese Frau wirklich aufhalten wollen, diese Anhörung zu machen. Und ihr werdet nie erraten, wer diese Leute waren. Einer war ein Kerl namens Donald Rumsfeld, damals Verteidigungsminister, hat im Verteidigungsministerium gearbeitet, und der andere war Dick Cheney. Und diese beiden haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um diese Frau daran zu hindern, die Telekommunikationsfirmen zu befragen. Und sie sind sogar so weit gegangen, dass sie ein sogenanntes Executive Privilege ausgestellt haben. Das war etwas, was nie gemacht wurde und wovon niemand gehört hatte. Wie kann man einen Maulkorberlass gegen eine Telekommunikationsfirma, gegen eine Privatfirma erlassen? Zum allerersten Mal in der Geschichte hat also Ford aufgrund der Empfehlungen von Rumsfeld und Cheney einen solchen Maulkorb-Erlass gegen eine Privatfirma verhängt, um zu verhindern, dass diese Firmen in der Öffentlichkeit aussagen, eben bei dieser Anhörung. Aber die Firmen hatten sehr viel mehr Angst vor Bella Abzug als vor Cheney, Rumsfeld und Ford. Sie haben alle eine Zeugenaussage gemacht und haben erzählt, was die NSA sie hat machen lassen, und sie haben sogar eine Liste mit ihren Zielen öffentlich gemacht. Das war also ganz, ganz erstaunlich damals, was Bella Abzug erreicht hat. Sie hat sehr viel mehr Informationen aus diesen Leuten rausbekommen als irgendjemand sonst zu diesem Zeitpunkt. Eine der Reformen, die nach diesem Church Committee dann veranlasst wurden, war die Einrichtung eines Foreign Intelligence Courts, also eines Spezialgerichtes, was sich mit solchen Dingen befasst. Und hier sind die Richter. This is the robes they wear. They wear them over the tops of their heads. Wie ihr sehen könnt, ihre Roben ziehen sie über den Kopf, damit niemand sehen kann, wer sich darunter verbirgt. Aber dieses Gericht wurde im Prinzip eingerichtet, und hier sollte eigentlich geheim sein, wo dieses Gericht tagte, aber sie waren in diesem Gebäude im dritten Stock von diesem Bundesgerichtsgebäude in Washington. Sehr wenig Leute sind jemals in diesem Gebäude drin gewesen. Ich habe ein Bild von dem Inneren dieses Gebäudes. Das ist ein Bild, was, glaube ich, noch nie jemand gesehen hat. Das hier sind die Richter. Wie ihr sehen könnt, die wollen selber nicht wirklich wissen, was sie da tun und was sie da unterschreiben, aber sie haben ungefähr 30.000 Erlasse einfach unterschrieben und zwei, glaube ich, nur abgelehnt in diesen ganzen Jahren. Und in den 30 Jahren von 1987 bis etwas weniger, ungefähr 2001, haben die eigentlich auf alles nur ihren Stempel draufgedrückt. Und dann bis zum Zeitpunkt, als das hier passiert ist. Khalid al-Mihdhar. Das ist ein Ort, wo nur sehr, sehr wenige Leute jemals gewesen sind und wieder lebendig rausgekommen sind, und anderen davon zu erzählen. Das ist war mal das Hauptquartier von Osama bin Laden. Ich habe mal eine Dokumentation für PBS gemacht, und wir sind da mal hingefahren und haben das gefilmt. Das ist also, wo die ganzen Operationen stattgefunden haben, wo die Leute trainiert wurden, das war quasi Bin Ladens Kommunikationszentrum. Bin Laden schickte seine Nachrichten aus Afghanistan zu diesem Gebäude, wo dann die meisten Operationen geplant wurden. Und die Leute, die in diesem Haus waren, Khalid al-Mihdhar, der war verheiratet mit der Tochter des Besitzers dieses Hauses, also er lebte auch dort, und Mihdhar und Alpha Wasli waren zwei der ersten Terroristen. Und die NSA hat dieses Haus jahrelang abgehört. Sie haben alles abgelauscht, was in dieses Haus reinging und was rausging. Bin Laden hatte ein Satellitentelefon, was nie verschlüsselt war. Und das wurde alles abgehört. Und diese ganze 11. September-Geschichte, Das erste Anzeichen, dass sowas wie 9/11 passieren würde, zeichnete sich im September 1999 ab, als ein Telefongespräch aus diesem Haus von
Khalid zu Bin Laden geführt wurde und das, da wurde ein großes Meeting geplant. Und das hätte eigentlich schon ein erster Hinweis sein können, dass da etwas Großes geplant war. Die NSA wusste also von diesen Leuten eigentlich schon seit ganz zu Beginn, seit Ende 1999, als dieses Treffen anberaumt wurde. Und das hier sind die Terroristen, die dann später in die Vereinigten Staaten gekommen sind. Und die NSA schlussendlich nach mehreren Jahren kam die NSA zu dem Schluss, dass diese Leute sich in den Vereinigten Staaten aufgehalten haben und sie haben damals, sie haben sich dumm gesucht nach diesen Leuten und sie haben die ganzen Ergebnisse der Abhörungen ignoriert und haben alles Mögliche abgehört, obwohl Almida zum Beispiel in den USA war. Er war in San Diego beispielsweise. Und diese Leute mussten also, diese Leute, die das zum Beispiel das Pentagon hochjagen wollten, mussten irgendwo einen Platz finden, was sie zu ihrem Hauptquartier machen konnten. Ungefähr 6 Wochen vor dem Angriff war das. Zur selben Zeitpunkt suchte die NSA nach ihnen weltweit. Ungefähr 3 Wochen vor dem eigentlichen Angriff kam dann bei der NSA die Erkenntnis, wir müssen rausfinden, wo diese Leute sich befinden, wir müssen nach ihnen suchen. Und die Terroristen hatten ihr Hauptquartier eingerichtet an einem Ort, hier ist er, das ist das Valencia Motel. Und das ist an einem Ort, der nennt sich Laurel, Maryland. Und der ist zufälligerweise nur 2 Meilen entfernt von dem NSA-Hauptquartier. Ich war in der Tat mal in dem NSA-Hauptquartier und habe General Hayden dort interviewt für eins meiner Bücher und man konnte von da das Motel fast sehen, von seinem Büro aus. Diese Leute waren, die gingen zum selben Sportort wie die NSA-Leute im selben Supermarkt und die NSA suchte sie überall und sie lauschten allen ab, aber sie konnten sie nicht finden, aber sie waren nur eine Straße weiter. Also nach dem 11. September hat George Bush entschieden, dass man den FISA-Courts nicht mehr vertrauen konnte. Und so entschied er sich, die FISA-Courts zu umgehen. Und so startete die ganze totale Überwachung mit Stella Wind. Und eine andere Sache, die veröffentlicht wurde von Snowden, war der Report vom Inspector General über Stella Wind und was das gezeigt hat, war nicht nur, wie im Zweiten Weltkrieg, wo sie die Telekom-Companies gezwungen haben. Diesmal war es so, dass die AT&T die NSA angesprochen hat und gefragt hat, ob sie die Sachen haben wollen. Und die NSA war schockiert, weil das war eben bevor sie die totale Überwachung gestartet hatten. Und die NSA wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten, mit dem Material, was ihnen angeboten wurde. Und so haben sie sich eine legale Sache ausgedacht, wie sie an die Sachen rankamen. Und das war der Anfang mit dem geheimen Raum und der totalen Überwachung im Telekom Center. Und von da aus gingen sie dann an die Kabelunternehmen. Und da ist weniger klar, wie die Kooperation war, denn sie hatten dieses Prison-Programm, wo sie durch die Haupteingangstür gingen quasi und da hatten sie diese legalen Papiere, die FISA Warrants und die Operation Muscula, wo sie die unverschlüsselten Kabel überwacht hatten zwischen den Datenzentren und wir hätten nie darüber gehört ohne die Hilfe von diesen Leuten, Bill Binney, Tom war
Ich war der Erste, der Bill Binney interviewt hat. Das war eine Cover Story von Wired Magazine über das Big Data Center in Utah. Bill Binney ist ist mein Held. Ich habe mehrere Leute von NSA überwacht und ich kann jetzt sagen, das ist ein Senior Official. Ich muss ja nicht seinen Namen benutzen, denn er wird viele Probleme haben. Und so habe ich und er meinte, nein, das ist okay, du kannst meinen Namen gerne veröffentlichen. Ich finde das gut. Und ich habe viel war Teil des Teams von Rechtsanwälten von Tom Brake. Die haben mich damals angeheuert. Und er hat 35 Jahre im Gefängnis verbracht dafür, dass er. Die NSA wollte ihn benutzen als seinen. Es wollte ein Exempel statuieren mit ihm. Und die Leute sollten also wissen, wenn ihr auch nur dran denkt, da irgendwelche geheimen Dokumente zu liegen, dann schaut euch ihn an. Er verbringt 35 Jahre im Gefängnis, also im Grunde ist den Rest seines Lebens. Aber als ich mir dann den Fall angeschaut habe, habe ich gesagt, also ein Großteil von diesem Material ist wahrscheinlich sowieso schon öffentlich zugänglich. Und ich habe dann 3 Monate damit zugebracht, die öffentlich zugänglichen Dokumente zu durchsuchen. Und ich kam dann mit 2 großen Ordnern zurück. Und im Grunde das ganze Material, was sie ihm anlasten wollten, war top secret. Nachdem wir das dann gemacht haben, konnte ich aufzeigen, dass das ganze Material nicht nur in der Public Domain sich befunden hat, sondern von der Regierung selbst diesen Status Public Domain zugewiesen bekommen hat. Und obwohl ich über die Zeit eine ganze Reihe von Spionagefällen gemacht hatte, habe ich noch nie gesehen, dass dann jemand auf einmal die ganze Anklage fallen gelassen hat. Und genau das ist passiert. Die Anklage gegen Tom Brake wurde komplett fallen gelassen. Und sie sagten dann, okay, wir lassen die Anklage fallen. Alles, was ihr tun müsst, ist hier unterschreiben. Es war ein Zettel, der mehr oder weniger besagte, dass man sich einer Ordnungswidrigkeit schuldig bekennt. Denn da gibt es dann keine Strafe für und auch keine Gefängnisstrafe. Und das war dann doch ein recht großer Erfolg für mich. Und ihr könnt euch vorstellen, Tom ist damals durch die Hölle gegangen. Und Tom, das sind also alles meine Helden. Kirk Wiebe zum Beispiel hat mit Bill Binney zusammengearbeitet und er hat mir auch geholfen. Chelsea Manning natürlich. Die Leute verstehen manchmal nicht, dass das ganze Trauma, durch das man durchgeht, wenn man in einem Kampf sich befindet und zusehen muss, wie Leute eben abgeschossen werden. Und das hat Chelsea Manning dann letztendlich dazu bewegt, ein Whistleblower zu werden. Da ist dann eben ein enormer Reichtum an Informationen uns aufgewandt. Und Snowden natürlich, es gab noch nie jemanden nach Snowden. Und ich hoffe wirklich, dass viele Leute es ihm gleich tun werden. Die Informationen, die er hatte, waren, ich habe 30 Jahre lang über die NSA geschrieben, aber selbst ich konnte bestimmt die Hälfte von dem, was in seinen Dokumenten stand, nicht glauben. Also es gibt da draußen wirklich 2 Kräfte. Das eine ist die Fearmonger, die immer den Leuten Angst machen wollen und immer nach mehr Überwachung rufen und den Leuten, die Leute einschüchtern wollen und Angst machen wollen. Ich glaube, im letzten Jahr wurden von Terroristen nur 4 Leute in den USA von Terroristen getötet, aber 24 durch Hundebisse. Wenn man mal von 9/11 absieht, in jedem anderen Jahr sind es nur ganz, ganz wenige Personen gewesen. Und das Einzige, was diesen Leuten Angst machen kann, sind eben Informationen. Und diese Informationen bekommen wir nur von Whistleblowern. Also was solltet ihr mitnehmen von diesem Talk? Oder was habe ich davon alles mitgenommen? Nummer 1, die NSA und die Telekommunikationsfirmen haben schon seit fast einem Jahrhundert geheimerweise zusammengearbeitet. Das ist also lange bevor George Bush und all diesem Zeugs. Und das Zweite, von Zeit zu Zeit werden sie geschnappt, aber niemand wird jemals bestraft oder auch nur angeklagt. Die Abhörer nicht und die Firmen auch nicht. Sie werden geschnappt, aber sie machen einfach weiter.
Und Nummer drei, nachdem man sie geschnappt hat, dann hören sie für eine Weile auf, aber danach fangen sie mit diesen illegalen Abhörgeschichten einfach wieder an. Also, was ist die Antwort? Eine Antwort, es muss eine große Untersuchung geben, so wie das Church Committee damals, nicht vom Kongress, sondern es muss diesmal eine Art 9-11-Kommission geben, aber nicht mit lauter Leuten aus der Regierung, sondern man sollte das mit Journalisten besetzen, mit Privatleuten, mit Leuten wie wir haben ehemaligen Senator, den ich kenne. Das Zweite, man muss eine große Anhörung haben, wie damals Bella Abzug gemacht hat. Und da müssen alle Firmen gezwungen werden, genau darzulegen, inwieweit sie da involviert waren. Und das Dritte, es muss eine richtige Untersuchung der kriminellen Handlungen des SNSA geben. Und auch da kann wieder die Anhörung von Bella Abzug als Präzedenzfall dienen. Is a precedent for a new investigation. Für eine neue Untersuchung. One thing different they aber was sie diesmal anders machen sollten, anklagen. Let's prosecute them. Sie sollen sie verurteilen. Nicht nur anklagen, sondern verurteilen. Yeah, having worked in law on and off, especially espionage. Ich habe von Zeit zu Zeit eben in Spionagefällen und als ich studiert habe damals im juristischen Bereich gearbeitet habe. Und ich habe viele, viele juristische Systeme gesehen und manchmal funktioniert das. Manchmal steckt man jemanden ins Gefängnis und dann hören die auch tatsächlich auf, das zu tun, was sie die ganze Zeit getan haben. Und ich habe sogar einen Plan gemacht, wie man das machen könnte. Also ihr seht hier oben das Hauptquartier der NSA. Und einmal quer über die Straße ist eine Irrenanstalt für gemeingefährliche Irre. Und man muss sie da einfach nur rüberbringen. Sehr, sehr einfach. Und wie gesagt, das funktioniert vielleicht. Nachdem sie eine Weile sich da Zeit verbracht haben, dann garantiere ich euch, dann wird das vielleicht funktionieren. General Alexander. Wenn wir zum Beispiel mal General Alexander für eine Weile in eine Gefängniszelle stecken. When he comes out, he's going to be reformed. Wenn er rauskommt, dann ist er vielleicht ein veränderter Mensch. And this is what he's going to look like. Und vielleicht sieht er dann so aus. So, after he gets out of prison, after he reforms, nachdem er dann aus dem Gefängnis kommt als neuer Mensch und dann ein Unterstützer von Edward Snowden wird, das nächste, was dann passieren wird, ist Edward Snowden kommt in die Cryptological Hall of Fame direkt neben Yardley, der ebenfalls angeklagt wurde, ein Whistleblower zu sein. 70 Jahre später, also 1999, trotz der Tatsache, dass er aufgrund der Tatsache, dass er ein Buch geschrieben hat, angeklagt werden sollte, 70 Jahre später sage ich dann voraus, dass in 70 Jahren wird dann Edward Snowden in derselben Hall of Fame sein wie Yardley. Ich weiß eure Aufmerksamkeit zu schätzen und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt Fragen stellen. Yeah, big thank you to this talk. It was quite great, and a lot of people wanted to see it that were not allowed to come in here, so there were even more people liking your talk. Anyway, you have time for some questions and answers. Okay, es gibt Zeit für einige Fragen und Antworten, und vielleicht. Ich weiß, dass schon eine Frage aus dem Internet kommt. Die erste Frage ist aus Neuseeland, ein Researcher. One example he recounted was that analysis in New Zealand were told by the US to prioritize economic signal intelligence of Japan over all else. Given that we have examples of US corporate entities profiting from Zealand over competitors. Also die Frage geht in die Richtung, dass ja auch Wirtschaftsunternehmen von dieser Spionage profitieren, und man hat es also in Neuseeland rausgefunden. Is it secondary purpose?
Und die Frage ist also, ob das auch mit ein Ziel dieser Spionageaktivitäten ist, dass eben Firmen davon profitieren. Und die Antwort ist, ja, da haben wohl einige Firmen das sogar vor dem Europäischen Parlament ausgesagt. Aber es ist eine komplizierte Frage. Die NSA, ich glaube nicht, dass die NSA spioniert, Firmen wie Airbus zum Beispiel ausspioniert und die Informationen dann an Boeing weiterreicht. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert für die. Die müssten dann Geheimkontakte knüpfen zu Boeing und sie müssten das auch genauso an Lockheed weitergeben. Ich glaube nicht, dass die Wirtschaftsspionage eben im kleinen, das gezielt Wirtschaftsspionage stattfindet, das ist mehr ein Nebeneffekt. Wie zum Beispiel in Brasilien, wo im großen Stil das scheint es Firmen zu geben, zum Beispiel in Brasilien, von denen geglaubt wird, dass sie gewisse Embargos verletzen. Denen wird hinterher spioniert. Und da wird schon, seit die NSA gegründet wurde, wird diesen Firmen schon hinterher spioniert. Und wie man immer wieder bei den G7-Konferenzen sieht, die NSA verbringt immer Monate bei diesen G7-Konferenzen irgendwelche Abhöranlagen und Wanzen einzurichten. Also ich glaube, wenn man sich mal das große Bild anschaut, sie spionieren zwar vielen Firmen nach, aber ich glaube nicht, dass unbedingt, dass sie diese Informationen an amerikanische Firmen weitergeben. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel Leute irgendwann mal für die NSA arbeiten und hören dann irgendwann auf, für die NSA zu arbeiten und fangen bei einer dieser Firmen an, dann nehmen sie vielleicht ein paar von diesen Informationen mit. Nun, vom Mikrofon 2. Glauben Sie, dass das US-Staat fähig ist, sich selbst zu untersuchen? Und es gab schon mal einen Versuch, aber da wurde das nicht geschafft. Glaubst du, dass ein neues Church Committee heutzutage möglich wäre? Ja, gute Frage, denn wie ich bereits erwähnt habe, ich glaube nicht, dass der Kongress in der Lage ist, sowas zu tun. Ich dachte, meiner Meinung nach ließ diese 9/11-Kommission doch viel zu wünschen übrig. Es gab im Grunde gar keine Untersuchung. Andererseits, es gibt das Presidential Panel, das von Barack Obama eingesetzt wurde, und da gab es drei oder vier Leute, die, einer war ein früherer CIA-Director, und die haben eine Empfehlung abgegeben in 46 verschiedenen Sachen, die geändert werden sollten, und da geht es um solche Bereiche, von denen sie denken, dass die Regierung da illegalen Aktivitäten nachgeht. Das Problem ist, war nicht, dass das war eigentlich ein ganz guter Report. Das Problem war nur, dass Barack Obama diesen Report ignoriert hat. Er hat das einfach von sich abgeschüttelt. Er sagte, okay, wir können da drei, vier Sachen ändern, aber die restlichen Sachen in diesem Report hat er einfach ignoriert. Also das ist so das Problem. Also zum einen muss man Leute in der Regierung finden, die sowas tun, in ein Komitee gehen und das untersuchen. Und da viele Energie in diesen Job reinstecken, wie zum Beispiel das Church Committee damals. Und der Kongress, der natürlich momentan in Republikanerhand ist, wird vielleicht das nicht machen wollen, und dann muss es natürlich noch umgesetzt werden. Eine richtige, groß angelegte Untersuchung, was diese ganzen Abhörgeschichten und die ganzen Foltergeschichten angeht. Wir hatten sowas nicht seit 1975, und wir brauchen sowas mal wieder. So einmal im Jahrhundert braucht man sowas. Okay, hoffe ich zumindest. Die nächste Frage. Hi, a few of us watched the 1992 Hollywood film. Ein paar von uns haben den Film Sneakers gesehen, letztens abends. Und der Teil vom Plot ist die NSA-Überwachung. Ich glaube nicht, dass das in der öffentlichen Die Frage ist, ob Leute Inside Revel hatten in die
ob die Produzenten von dem Film Insight hatten in die Informationen, die er hatte. Ob die Produzenten Einsicht hatten in irgendwelche... It just seemed very prescient, you know, based on recent revelations. Ich bin nicht sicher, aber es kommt mir vor, als würde es Sinn machen, dass die da Einsicht rein hatten. Ja, es war ein sehr interessanter Film und ein anderer Film, den es auch noch gibt, ist Enemy of the State, der Staatsfeind Nummer 1. Von Zeit zu Zeit gibt es immer wieder Leute, die an dieser Inlandsüberwachung Interesse haben. Mein Buch zum Beispiel kam 82 raus, das war ein Bestseller damals. Und danach hat lange niemand mehr darüber geschrieben, über diese Inlandsüberwachung. Aber es hat nicht, die Öffentlichkeit hat das nicht so wirklich wahrgenommen. Seit dem Church Committee, zwischen dem Church Committee und den Enthüllungen von Snowden, das ist eine ganz interessante Sache, denn eine der Sachen, die Snowden mir erzählt hat in Moskau, war, dass er hatte mehrere Möglichkeiten, als er zum Whistleblower wurde. Und als ich Bill Benning für Wired interviewt habe, fragte ich ihn nach diesen Abhöraktivitäten und Und da war eine Szene in dem Interview, wo Alexander vor dem Gericht stand und da wurde er gefragt, und ob Überwachung stattfindet und er hat immer nein, nein, nein gesagt. Und das war eine Antwort auf seinen Artikel. Das hat also dem Komitee ins Gesicht gelogen. Und dann wurden natürlich Berichte, dass all das Unsinn wäre. Wenn General Alexander sagt, dass sie nicht spionieren, dann spionieren sie auch nicht. Und schaut euch Bill Benning an. Er sagt, die USA spionieren. Alexander sagt, nein, das tun sie nicht. Und die Alexander hat 4 Sterne auf seiner Schulter und glaubt die Presse ihm. Und Snowden dachte, es gibt nur einen einzigen Weg, das zu tun. Ich muss diese Dokumente öffentlich machen. Wenn ich die Dokumente jemanden gebe, der bei der Presse arbeitet, dann kann General Alexander nicht mehr lügen. Das ist also eine der Sachen, die damals passiert sind. Leute waren Whistleblower und die NSA sagte einfach, das ist alles Unsinn. Und dann wurde diesen Leuten keine weitere Beachtung mehr geschenkt. Aber diese Dokumente, das hat also den großen Unterschied für Snowden gemacht. Eine andere Frage vom Internet. Die Frage ist, wie hat das spezifische Wissen außerhalb vom Staat sich verändert und ob es einen spezifischen nochmal wiederholt die Frage. Is civic coverage outside of Congress and government about the... Wie weit ist es öffentlich, dass die Überwachung außerhalb vom Staat und ob es einen vorherigen... einen öffentlichen Aufschrei gab dafür. Ja, die Presse ist irgendwo ein Stück auch weit Problem. Die Presse kümmert sich nicht groß um die NSA, bis eben sowas passiert wie Snowden. Oder mein Buch damals, 1982, vorher hatte nie jemand aus dem Pressebereich irgendwie die NSA untersucht oder ihnen auch nur die geringste Beachtung geschenkt. CIA ist sehr viel einfacher. I mean, you can't leave CIA without writing a book. Und man kann die CIA auch nicht verlassen, ohne ein Buch zu schreiben, so scheint es mir fast. Aber bei der NSA passiert das eben nicht. Also niemand, der jemals gearbeitet hat, hat ein Buch geschrieben. Und das macht es für die Journalisten sehr, sehr schwer. Und die Journalisten machen sich dann ein bisschen leicht und schenken der NSA nicht so viel Beachtung. Die
CIA ist auch sehr leicht auszukundschaften, die lassen irgendwelche Sachen zurück oder sowas und das kann man dann aufsammeln. Die NSA dagegen, die weiß einiges über Elektronik, die hat Satelliten, sie arbeitet mit Funksignalen und ähnlichem. Das ist, Journalisten gehen da nicht wissenschaftlich ran und deshalb ist die NSA für sie ein bisschen schlechter greifbar und das ist vielleicht einer der Gründe, warum man nicht so viele investigative Stories über die NSA sieht, weil es eben schwieriger ist, an Quellen ranzukommen und auch aufgrund der Tatsache, dass man ein bisschen wissenschaftlich bewandt sein muss, um überhaupt da was schreiben zu können. I know that there are more questions, but the time is up. Weitere so it's Fragen. Number one. Thank you very much. Für die Rede. My question is, meine Frage ist, the NSA, wenn die NSA services are not und andere Geheimdienste nicht fähig sind, sogenannte Terroristen zu fangen, selbst wenn die im selben Supermarkt einkaufen gehen, wieso gibt es diese Geheimdienste? Geht es nur darum, Geld zu machen für die Sicherheitsindustrie? Ja. Das trifft es ziemlich gut. Ich will euch mal ein bisschen was über die NSA erzählen. Sie haben diverse Angriffe übersehen. Zum Beispiel ein Angriff auf die SSS Cole, auf die US-Botschaft in Ostafrika, das haben sie nicht mitbekommen. Obwohl die NSA sich damals eigentlich schwerpunktmäßig darauf konzentriert hatte, auf diesen. Sie hatten 9/11, konnten sie nichts dagegen tun. Als 9/11 passierte, da hatten die gerade ein großes Meeting im Büro des Direktors und sie sahen am Fernsehen, wie die Türme getroffen wurden. Und nach 9/11 haben sie dann die Bombe am Times Square nicht vorhergesehen. Sie haben diesen Weihnachtsunterhosenbomber verpasst. Die NSA doesn't do that. I mean, it wasn't set up to catch terrorists. Die NSA ist anscheinend nicht dafür designed, Terroristen zu fangen. Sie sollen vielleicht herausfinden, ob in Russland ein nuklearer Sprengsatz gezündet wird, aber sie kriegen das nicht hin, was sie versuchen, und sie machen das nicht, wofür sie eigentlich eingerichtet wurden. Also im Grunde, die einzigen, die davon profitieren, sind Telekommunikationsunternehmen und die Firmen, die mit ihnen Verträge geschlossen haben und irgendwelches Kriegsmaterial liefern. Die Anzahl der Firmen, die Verträge mit der NSA haben, ist wirklich erstaunlich. Aber die einfache Antwort auf deine Frage ist, im Grunde, nicht die amerikanische Bevölkerung profitiert von der NSA, sondern eben Kriegsgewinnler. Danke.